Rechts hätte ich Kreuzbandriss. Ja, ich wusste es. Ja, sonst hätte ich mich da vorne irgendwo hingestellt. Jetzt steigen wir immer einmal aus und sagen, alles klar. Der steht jetzt, du warst jetzt das Hindernis, ich habe dich nicht überfahren. Ja, genau. Angefahren aber. Ja, gerade so. Ja, ne? Gerade so. Das sind jetzt irgendwas so mit 13, 14 Meter. Ja. Und jetzt stellen wir hier die Markierung hin. Ja. Und jetzt müsstest du als Teilnehmer eine Schätzung abgeben. Ich fahre jetzt gleich mit 50. Mhm. Ich reagiere wieder erst da vorne. Hm? Wie schnell werde ich denn hier jetzt noch sein, wo ich aus 30 zum Stehen kam? Wie viel Restgeschwindigkeit? 35 wahrscheinlich, okay. Oder? Okay, ja? 35? Würde ich jetzt mal schätzen. Dann fahr ich. Okay, er fährt los. Schleunigt auf 50 km/h. 21! Jetzt kommt das. Okay. Ich wäre einfach tot. Ich wäre einfach tot. Das wäre es gewesen. Ja, du hast ja nicht mal angefangen. Ich wäre jetzt ja ungebremst. Du wärst ja ungebremst in mich rein. Das, was rauskommt, so. Ja. Der 30er stand an der Pylone, ja, vor dem Hindernis. Fährst du 20 km/h schneller durch diese 30-Zone. In der gleichen Situation wirst du das Hindernis mit 50 km/h überrollen. Du hast noch nicht mal mit dem Bremsen begonnen. Kindergärten, Schulen, Wohngebiete. Ja. Muss noch nicht drüber reden, was da mit 30 vors Auto laufen kann. Und jetzt kommt das nächste. Ich stehe also jetzt mit 50 vor diesem Hindernis. Wir vergessen jetzt den 30er. Ja. Stehe vor dem Hindernis. Wir bauen die Pylone um. Und jetzt fahre ich mit 70. Okay. Denn es gibt ja Menschen, die fahren mit 70 durch den Ort. Ne? Ja, mit 70 durch den Ort, aber nicht durch eine 30er-Zone. Das ist ein Unterschied. Okay. Mir ist jetzt auf jeden Fall schon schlecht. Weil das ist ja unvorstellbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Unterschied ist, wenn du 20 km pro Stunde schneller fährst. Aber krass, okay. Also bereits 20 km pro Stunde machen hier wirklich den Bock fett. Ich wäre jetzt einfach Matsch gewesen. Das Auto auch, aber ich auf jeden Fall auch. Jetzt macht das mit 70 km pro Stunde. Boah, Alter. Nee, das ist, also ich lach zwar, weil es irgendwie witzig aussieht, aber es ist ja überhaupt nicht witzig. Wie weit wäre ich wohl geflogen? Ja. Wir sind die Böschung. Ist dir aufgefallen, wann ich gebremst habe? Hast du darauf geachtet? Ja. So, weiß nicht, so vielleicht 7 Meter vor dem Pylon, ja, ungefähr. Also der 70er bremst kurz bevor der 50er zum Stehen kommt. Das heißt, er bremst noch. Ja. Er überrollt also nicht das Hindernis mit 70, aber mit 60. Und das ist jetzt auch nicht viel schöner. Das, was du bei 50 km pro Stunde an Bremsweg insgesamt hast, samt Reaktionszeit, das hast du bei 70 km/h fast als Reaktionszeit quasi, oder? Ja, ungefähr. Ja. Krass. Ja, gruselig. Und das Problem, ich sehe zwei Probleme heutzutage, nicht angepasste Geschwindigkeit. Das geht mit solchen Autos, wie wir sie haben, sehr einfach. Ja. Ich brauche ja nur Geld ins Auto stecken, ja, und das Auto fährt schneller. Und mit so einem Auto, welches Ledersitze hat, Klimaanlage, Sitzheizung, Radio, da merke ich 20 km/h gar nicht. Hm. Während das vor 30, 40 Jahren im Golf 1 vielleicht was ganz anderes. Ja. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem heutzutage ist die Ablenkung durch welche Geräte auch immer, Handy, Navi, und das machen wir dann jetzt gleich. Wunderbar, da bin ich gespannt.